So, sind rausgegangen an der frischen Luft. Was machen wir denn überhaupt heute? Wir schaffen heute 5 Geocaches. Jetzt sind es nur noch 5. Eben waren es nämlich noch 9 Geocaches, die schaffen ja, heute. Aber das ist also ich bin froh, wenn wir 4 schaffen. Und 4? Nur einer mehr. 4, ja, okay, 5. Wir sind jetzt hier an der Brücke angekommen. Und hier an der Brücke soll der erste Punkt sein. Hast du schon was gefunden? Hier sind auch Rohre. Ich glaube eher auf der anderen Seite. Also hier soll ein Punkt sein. Also wir suchen jetzt den ersten Punkt. Wir sind jetzt hier unter der Brücke. Halbe Stunde ist schon rum. Hört mal auf, mir den Dreck auf den Kopf zu machen. Auf, wenn es im Logbuch drin steht. Ja, ist das gut jetzt? Ja. So, und ja, wir brechen jetzt an der Stelle hier ab. Und wir gehen jetzt zum nächsten, in der Hoffnung, dass der nächste dann leichter ist. So, wir gehen jetzt weiter zum nächsten. Da hinten ist der Aussichtsturm. Da war ich schon mal gewesen. Da oben. Das ist wieder von demselben. Warte, das ist der Aussichtsturm. Das ist da oben. Boah, es gibt einen Hinweis beim nächsten. Hier runter sind Treppen. Warte, wie groß ist das? Klein. Wieder ein kleiner. Aber das andere war Mikro. Kannst du uns nicht mal einen großen raussuchen? Oh ja, so ein Tresor wieder. Das wäre so cool. Hier, okay, der geht da. Mal, wird ja irgendwo sein hier, oder? Wieder Dreck auf dem Kopf. Irgendwas läuft hier total falsch, Leute. Das soll total einfach sein, irgendwie der Cache. Der ist so einfach, dass er so einfach nicht zu finden ist. Also hier ist ein Rohr lang, das Rohr ist auch magnetisch, der könnte hier sein. Ich kann ja mal hier oben rinfüllen, vielleicht sieht ja die Kamera mehr. Und wenn ich das zu Hause dann schneide, dann finde ich den, dann habe ich den auch gefunden. Ja, Anleiter runter. Hallo, Caching, Geocaching. Aber weiterhin, ja. Ja. Weil das zweite Mal, ja, jetzt zum zweiten Mal haben wir jetzt versagt. Alter, das wurde am 3.10.2014 versteckt. Ich weiß, ob es den überhaupt noch gibt. Also doch, der wurde ja angeblich am 30.03. das letzte Mal gefunden. Und wir wollten uns heute hier eintragen. Boah, da ist nichts mit an der Wohle. Das ist die Wohle hier, ja? Der Fluss ja. Hier. Das ist die Wohle. Aber das nächste ist Gärten der Welt, schon was? Gärten der Welt? Wirtschaftseingang. Jetzt machen wir Wirtschaft, komm. Wie heißt der Gärten der Welt Wirtschaftseingang oder ja, was? Ja. Wir haben den echt gefunden, ey. Das ist der Moment. Aber das ist wirklich ein einfacher und nicht. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ich wirklich nach Jahren, also ich habe ja schon mal damals Geocaching gemacht, das ist ja jetzt wieder ein Restart mit einem neuen Account und das ist jetzt wirklich mein erster Geocache, den ich heute gefunden habe, Leute. Ich spoiler jetzt nicht, einfach mal für die Leute, die dann den auch noch suchen wollen, wer fährt. Aber wir haben jetzt unseren ersten Geocache gefunden und ich bin jetzt gerade total happy. Mach mal auf, das ist der Cache. Ist da vielleicht so ein Stift drin? Also irgendeine Alter. Tüte ist drin? Schick, eine Tüte mit einem Buch, mit einem dicken Buch, ein ganz dickes Buch und kein Stift drin, stimmt's? Ja. Das heißt, da wir ja so gut vorbereitet sind und keinen Stift mitgenommen haben, können wir uns jetzt nicht mal in dieses Buch eintragen. Ist das traurig? Das ist ja so ein langes Buch. Ja, vielleicht tragen wir uns irgendwann anders ein. Aber wir haben den gefunden, kannst du mir reinpacken und ich logge den jetzt einfach in meinem Handy und bin jetzt irgendwo glücklich. So, die Motivation ist jetzt wieder gestiegen. Wir sind jetzt gerade sehr euphorisch. Sagt man das so? Ja. Und wir wollen wirklich heute uns noch eintrauen. So, hier ist jetzt ein Eingang von Garten der Welt. Und irgendwo hier soll der nächste Cache sein. Stromkasten bietet Sichtschutz, steht drin. Ist das hier ein Stromkasten? Ja. Der bietet Sichtschutz. Also wenn ich mich jetzt hier so hinter dem Stromkasten so verstecke. Warte mal. So, guck mal, du musst dich so hinter den Strom kommen. Und dann sehen dich die Leute. Ich hab's gefunden. Nee, ich hab's auch gefunden. Also, wenn man sich hier so Stromkasten so hinhockt, dann sieht man ihn. Und man direkt. Guckt in die richtige Richtung, dann sieht man den. Ist ja geil. Ey, wir haben den zweiten. Wir sind so gut. Wir kriegen doch noch unsere 5 heute zusammen. Sag ich ja. Wenn ich ehrlich bin. Oder 9. Obwohl, es klappt schon nicht wegen den da vorne. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich selbst an die 5 heute nicht mehr dran geduscht. Gut, jetzt Dose auf, da wird natürlich auch kein Stift drin sein. So, nächster Geocache heißt jetzt der Schleudersitz. Und Name ist Programm, wa? Was? Nein, Name ist Programm, oder wie? Der Schleudersitz, aber was steht da? Pff, ja, das steht da nicht. Keine Ahnung. Na, ist auf jeden ja schön. Fall ist der Hinweis,
das gleiche wie Name, also Schleudersitz. Okay, also auf zum Schleudersitz jetzt. Wir sind jetzt angekommen an den Schleudersitzen. Ja, die drehen sich so. Setz dich mal rauf und schleuder dich mal. Wenn du den Schleudersitz. Ja, wir haben jetzt geschleudert, haben den Schleuderpunkt hier gefunden. Ist auch wieder ein schöner kleiner Cache, wieder mit einem Logbuch drin. Ich würde mich ja jetzt so gerne da eintragen, wenn ich nur einen Stift dabei hätte. Oh Mann, das ist alles so traurig. Nein, ist nicht traurig. Das war jetzt unser dritter. Ja. Wir haben jetzt drei. Wir haben drei. Fehlen uns bloß noch zwei zum Tagesziel. Ist das nicht geil? Nur eine halbe Stunde. Hier, aber wir machen mehr. Versteck den mal wieder schön. Schön verstecken wieder, da wo du ihn hergeholt hast. Ah, ich will nicht, wo er ist. Nein, wir spoilern nichts. So, hier in der Nähe, was haben wir gefunden? Ein Linzling. Ja. 50 Mal im Kreis gelaufen sind wir, hin und her. Und durch Zufall habe ich ihn dann doch gefunden. Also, ja. Machen wir noch einen? War jetzt der vierte, wa? Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Hast du, was, hast du schon was in Aussicht? Oh, wie heißt er? Gärten der Welt. Nee, nicht schon wieder. Shuttle 2007. Also wieder ab zu Gärten der Welt, ja? Ja. Und jetzt sind wir jetzt hier gerade angekommen bei Gärten der Welt. Und zwar hinter uns ist die Seilbahn, mit der wollte ich ja schon immer mal fahren. Hatte ich euch ja, glaube ich, so im letzten Video, was ja 2 Monate schon wieder her ist, hatte ich ja mal erzählt drüber, dass ich gerne mit der Seilbahn mal fahren möchte. Auch mal in Gärten der Welt. In Gärten der Welt gehen wir heute nicht. Aber wir werden jetzt zur Seilbahn gehen und werden mit der Seilbahn jetzt eine Fahrt rüber machen. Auf die andere Seite werden wir jetzt fahren. Bin ich echt mal gespannt, ob das alles so glatt läuft jetzt. So, hier ist jetzt ein Eingang, aber das ist noch ja nicht der Eingang zur Seilbahn. Der Eingang zur Seilbahn, der ist noch weiter hinten, da müssen wir doch noch ein Stück gelaufen, aber das machen wir jetzt auch, weil wir wollen jetzt mit der Seilbahn eh mal rüberfahren jetzt. So, hier ist jetzt der Eingang Seilbahn. Mal gucken. Hier geht's nicht drin. Ah, rum. Hier, über den Parkplatz müssen wir. Gucken wir mal. Und da hinten, sehe ich schon. Da hinten ist der Eingang. Und da oben fährt so sehr noch die Seilbahn. So, hier ist jetzt der Eingang. Und jetzt haben wir wieder so ein schönes Ticket hier. Und jetzt hier, ich glaube, hier löst man ein Ticket einfach ein. Ach, hier, einfach hier vor, wa? Hier. Hier ist so ein Ticketscanner und da hältst du einfach davor an diesen Code. Ah, ist grün. Go. Ich darf durch. Und wo geht's jetzt lang? Hier? Ah, hier, ja, hier. Hier kommt jetzt unsere Gondel. Warte mal. Komm rum, Gondel. Komm. Wir können jetzt hier einsteigen. Das ist jetzt praktisch dieser Bahnhof hier, diese Gondel. Und jetzt können wir hier einsteigen. Wenn sie mal irgendwann ankommt, hier die Gondel, wisst ihr? Stunden später. Und dann können wir hier einsteigen. So. Warte mal noch, jetzt. Warte mal noch, bis er anhält. So. Jetzt kannst du. Oh, steig einfach in. Die fährt weiter, wa? Ja. Die hält ja nicht an. Das ist ein Wittel, die hält ja nicht an, ja? Oder ja. Willst du da sitzen? Oder? Oh, jetzt. So. So, jetzt sitzen wir hier drin. Hör zu. Ich hab schon gedacht, die lassen die Türen hier offen. So, dass wenn du kotzen hast, dass du da oben rausspringen kannst. Hat Klack gemacht. Und jetzt geht das hier lang. Jetzt geht das aufwärts hier, ey. Mann, ey. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung war hier? Doch. Ich hab hier auch überhaupt keine Höhenangst. Oh, fuck, ey, lass doch mal so rüber, ey, das ist doch nicht so das Richtige für mich hier. Ja, doch. Oh, das ist voll schön. Ist, oh, okay. Oh, ich muss doch rüber. Ich hab Schiss, Alter. Und das ist alles so offen hier. Und ich hab keine Höhenangst. Überhaupt nicht. Oh, Wahnsinn, ey. Schau mal, ist doch voll Spaß. Und die wackelt noch so toll. Kann das mal aufhören? Ja, das war schön, mit dir fahren zu sein. Aber ich glaube, nochmal fahr ich hier nicht mit. Hey, Scheiße, ey. Puh, was mach ich hier? Schön. Das wackelt. Scheiße, ey. Schau mal, die schönen Wolken ja. Ja, das ist alles sehr toll und so hoch hier. Das ist auch und, schön. Und die schönen Schaus. Und die schöne Aussicht, ja. Scheiße, ey. Alter. Nee, ich hab mir das jetzt echt nicht so vorgestellt hier so. Ich dachte, da steigst du mal ein, machst du mal eine schöne Seilbahnfahrt. Aber ein bisschen Muffensausen habe ich jetzt echt. Was filmst du da denn? Was filmst du da denn? Hör auf zu lachen! Das ist ja nicht lustig, Leute. Oh, hör auf, ey. Wie geht's dir? Mir geht's gar nicht gut gerade irgendwie. Das ist alles so. Ach, ey, Tali. Wenn ich nie so einen scheiß Höhenangst hätte, ey. So einen scheiß Schiss. Aber ich muss jetzt hier durch. Das ist jetzt hier. Jetzt haben wir hier. Was haben wir hier? 4 Euro jeder bezahlt? Für diese Karte hier? Hier. Entdecke die. Deine digitalen Gärten der Welt. Warum digital? Ist das? Das ist nicht digital, das ist Riegel hier. Das ist ein schöner Pfeiler. Alter, auf
Scheiße. Oh, sind wir dran? Ja. Alter, noch eine andere Gondel. Oh, ey. Die sind alle so glücklich da drin. Ja, ich doch auch. Da hat die schöne Landschaft. Ja, die Häuser. Schönen Häuser und alles. Da Wald, bisschen. Ja, und die ganzen Pilze und so. Hör auf, ey. Scheiße. Und da oben ist der Ostseesplateau. Da oben war ich auch schon drauf. Da. Und wenn du da hochgehst, das ist so mit Gittern oder so, da hatte ich auch richtig Muffensausen. Ja. Also richtig Schiss, Angst hatte ich da oben gehabt. Aber da können wir ja, da gehen wir mal hoch, wenn wir wieder mal irgendwie, dann doch mal vielleicht mal. Ja. Ja, bis wir aussteigen können wir jetzt nicht mehr, können wir nicht mehr runter, oder? Nee, wir fahren jetzt die Runde runter und ist gut. Ja, mein Gott. Du musst mich jetzt nicht gerade filmen. Das ist jetzt gerade so meiner ein Lebensabschnitt, der jetzt gerade nicht so gut hier oben ist. Oh, und ich noch ganz mutig, wir fahren mit einer Seilbahn, ey. Ja. Ist doch schön, hast du die Filme jetzt mit schon. Ja, jetzt wusste ich ja die Filme. Ich hab die gerade gehört. Schau mal, da ist das Ende. Dahin. Nein, es geht ja andererseits wieder runter. Wir fahren ja noch weit. Ja, das ist cool. Was ist denn daran cool? Er geht auf der anderen Seite runter, das ist die Hälfte. Das ist der oh, schau mal, ich will nicht zurückgucken. Ah, Scheiße. Sieht so schön aus. Nee, das sieht nicht schön aus. Doch. Das sieht schön gefärbelt aus. Ey, oh, da hinten die Häuser. Guck mal, wo ist denn bitte da? Hier, schon sie filmen da. Das ist Bobbahn. Ja, wo ist die? Naturbobbahn. In Berlin? Seilbahnstation, hey, Wolkenhain. Was? Oh! Jetzt wackelt! Jetzt wackelt. Oh, hier oben geht's ja. Ja, weil es hier nicht runtergeht, ne? Ja, wir fahren ja noch weiter. Jetzt erstmal hier eingefädelt oder was? Oh, jetzt ist hier oben der obere Berg, der Kielberg oder wie das hier heißt? Hä, das ist hier oben dran. Nee, wir wollen noch weiterfahren. Hallo? Wir wollen noch weiter. Naturbahn, jetzt könnten wir aufsteigen für zur Bobbahn. Die ist hier. Da. Film mal. Ah. Ja, stimmt, ja. Hier geht's zur Bobbahn. Das machen wir irgendwann mal noch, wa? Wenn du nächstes Mal wieder kommst, ja. Dann fahren wir mal mit der. Guck mal, die Rollen da oben. Und das Seil, ey. Das jetzt reißt das Seil. Da siehst du so, wie die Gondel. Also klick, klack, klack. Wir können zur Bobbahn. Gleich geht's weiter. Ja. Ja. Türen gehen wir zu? Nee, noch nicht. Weil wir fahren jetzt mit auf. Nein, wir fahren nicht mit auf eine Tür. Ich höre Angst und damit auf eine Tür noch. Ey, hey, hör auf, ey. Vielleicht macht's wieder rot. Vielleicht merkst du, wie wir ruckeln gleich wieder, ey. Also, da gehst du nochmal hoch und dann runter. Scheiße, ja, siehst du das? Da geht das doch mal hoch. Ne, nicht das runter. Ey, jetzt vorwärts noch runterfahren. Ja! Ne, du freust dich, oder? Für dir ist das heute ja alles Highlight. Ja, klack. Jetzt ziehen die Tür mir zu. Jetzt wieder alles gut. Okay, jetzt. Okay. Jetzt noch einmal durchhalten, Benni. Nach oben und dann nach unten. Jetzt noch einmal durchhalten, Benni, und dann sind wir gleich unten. Das ruckelt jetzt hier ein bisschen schön. Und schaukelt. Schaukelt und ruckelt hier ein bisschen. Und dann. Merkst du, was für ein Speed drauf hat? Nein! Scheiße. Oh, Mama. Schau mal die anderen da. Oh, weia. Oh, wie geil! Willst du dich auf die Seite setzen? Nein, ich will jetzt. Ich will den. Oh, der Ausblick gleich. Ich will dem Ende entgegenschauen. Er ist jetzt runter. Oh, guck mal, der Pfeiler hier. Scheiße, jetzt. Schussi. Oh, jetzt gleich Rock. Ist wie Achterbahn fahren, ne? Nur langsamer. Aber du fährst ja gerne mit so einem Achterbahn, ne? Ja. Ich nicht, ey. Ich erinnere mich bloß noch an Karls. Dieser Film. Regenschirm. Und wir da drinnen und die Fahrt. Und, oh, und ich habe mal gedacht, wann ist die Fahrt endlich zu Ende? Aber hier sieht es schön. Der Ausblick, guck mal, film mal da lang. Da, in die Richtung. Da, guck mal, da sieht es schön aus. Der ganze Ausblick. Nee, siehst du von oben schön, vom Berg, von diesen Aussichtsplattformen, siehst du den schön. Oh, jetzt ist es runter. Ich habe mich einfach einen schönen Gondel. Oh, da fährt der Bus da unten. Und da ist die andere Station. Aber nur die Strecke ist kürzer hier, oder? Aber merkst du, wie das schaukelt? Nee. Also ein bisschen. Ja, das schaukelt ganz schön hier. Oh, das ist ein See. Ja. Da können wir auch mal hinwandern. Meine, wir machen mal einen Tag. Da warst du bestimmt. An dem See warst du bestimmt noch nicht, oder doch? Keine Ahnung, was ist denn das für ein Ausstieg? Ja, ist nur ein normaler See. Ist das denn? Jetzt kommt hier so ein Bächer, jetzt ruckelt das gleich wieder. Nein. Träger, wenn es wieder kommt. Alter,
Da sind so Windbälle, war das kein Flugzeug geben? Ich weiß nicht, da fliegen ja auch keine Flugzeuge. Windbälle? Ja, hier oben diese, das. Das ruckelt wieder so. Bam, bam, bam. Hast du das? Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Aber wir sind gleich unten, Gott sei Dank, ey, wir haben es gleich überlebt. Aber nochmal, frag mit der Seilbahn hier nicht. Ich lieb's. Ja, toll, schön. Du stürzt dich als auch ein Holocauster, wenn eine Achterbahn oder. Loopingbahn, bist du sowas schon gefahren? Nee. Nee, wettet mal Zeit, dass du eine Loopingbahn fährst. Das habe ich wohl kleiner, aber bin ich auch mal Loopingbahn gefahren. Hab ich denn die Augen zugemacht? Das ist nicht ganz so schlimm. Hä? Da hab ich mir gedacht, oh, scheiße, wann ist das zu Ende, Hä, Augen auf, dass man zieht? Ja, mit Augen auf ist noch schlimmer, als wenn du die Augen zumachst. Ist doch gut. Ja, gut. Gut ist anders. So, jetzt zieht sie wieder runter, sind wir wieder da. Da ist ja schon der Berg und da ist ja die andere Station. Aus. Ja, aber nicht mehr lange. Ich glaube, ich hab's gleich überlebt. Och, ey, das. Hörst du? Die Vögel zwitschern draußen. Ich weiß nicht, ob der. Hab ich ja vorhin gesagt. Oh, im Mikrofon hörst du das vielleicht jetzt nicht so, denk mal, aber wir hören das. Also draußen hörst du durch die Bahn. Echt, dass die so offen ist, so rundherum so glas und das, alles, das sieht mir alles nicht so richtig so. Da sind ja auch Luftlöcher. Oh, schau mal. Alter, ja. Na, oh, da. Ja, stimmt, ja. Oh. Oh, da geht es nochmal hoch, merkst du, die hier gerade. Und da, ja, dann, da stürzt dann die Seilbahn runter, in die Station da unten. Cool, hier geradezu war das Osterfeuer. Da auf dem Platz da unten war das Osterfeuer. Da war ich gewesen. Letzte Woche Samstag war halt, ja. Ostersamstag war halt ja hier. Von der Freiwilligen Feuerwehr hier. Die haben hier ein Osterfeuer gemacht, ja. Oh, das ist so ruhig. Eine schöne Aussicht hast du ja, aber. Ja, glaube ich, bin auch glücklich, wenn ich hier unten bin. Also. Aber jetzt geht's langsam. Aber jetzt, wenn das jetzt noch ein bisschen Wind hier ist und das würde wackeln, das würde nicht einsteigen. Nee. Aber jetzt ruckelt es gleich nochmal. Ich bin auf den nächsten Pfeiler hier oben wieder. Jetzt ruckelt es gleich nochmal. Und dann geht's runter. Jetzt geht's steil runter hier. Wenn jetzt das Seil reißt, dann wartet die Liebe. auf. Runter, wir müssen runter. Da geht steil runter. Wir müssen runter, Leute, wir müssen runter. Da sind die Wege. Ja, ist schön alles. Warte, findest du das mal. Das waren Autos. Nee, hör auf, ey. Wir haben es gleich geschafft. Oh mein Gott. Ja, da kreischt schneller. Und hast du eben die Gondel, die eben vorbeifahren ist, die haben auch gekriegt. Die haben auch gekreischt. Das hört ihr bestimmt auf dem Mikro nicht, aber wir hören das hier, die Gondel, die eben. Achso, weil es hochging, ja, ja, mit so Geschwindigkeit. Dieses hochgeht, ja, genau. Hier so wie die hier. Die ist leer, guck mal, die ist leer. Mhm. Die ja. Puh, gut. Das war ein Erlebnis wert, diese Fahrt. So, ihr Lieben, wir steigen jetzt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ein Abo, würde mich sehr darüber freuen, weil ich bin ja auch lebend unten angekommen. Also es gibt definitiv kommen auch noch neue Videos. Was guckt sie hier? Guck mal hier. Was guckt sie hier? Ist hier irgendwas nicht kaputt? Ich dachte, die guckt hier. Ist hier irgendwas nicht ganz kaputt oder was ist hier? Alter, was gucken die da oben? Haben wir gerade eben so überlebt, die Fahrt? Hör raus hier. Ah, nee, ist ja noch nicht. Oh, hör raus hier, komm, los hier, da, Tür geht auf, raus hier. Hä, aber wir müssen da. Nein, raus, wir müssen hier raus, hier müssen hier raus, hier müssen hier raus. Los geht, die hier, wir müssen da raus. War toll. Und du? Gar nicht toll. Das war nicht toll, Leute. Aber ich hab's geschafft, ich lebe noch. Mir geht es gut, den Umständen entsprechend. So, ihr Lieben, das war's jetzt wirklich. Macht's gut. Schaltet beim nächsten Video wieder ein. Wenn wir wieder irgendwie Riesenrad fahren oder Seilbahn. Nee, Seilbahn fahren. Nein. Macht's gut. Tschö. Oh. Läuft das jetzt? Zeit für Video. Machst du jetzt ein Reel? Oder was? Ärgert dich gerade? Es kam wirklich schon. Schnell. Was kam? Bireel! Oh, ich hab keine Ahnung, was das Bireel ist. Ist egal. Gut, vier Geocacher haben wir heute gefunden. Das war's. Ja. Mal gucken, aber das werden wir jetzt öfters wieder machen. Geocaching hat man ja früher schon mal gemacht. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen. Und jetzt vier Stück wieder gefunden auf diesem neuen Account. Und ja, jetzt irgendwann wieder, wenn wir Bock haben, beide geht das wieder weiter. Dann.